Geh mal auf den hier Schiff und guck mal, ob da irgendwas ist. Wir müssen aber aus dem Sturm raus und gleichzeitig das Schiff reparieren. Die und haben der hier Typ nur, hier winkt uns gerade um. Die haben hier nur Hühnerkäfige. Oh Gott. Moin, sind und herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves. In der letzten Folge wurden wir versenkt und das schreit nach Rache. Oh, ist niedlich. Nein! Warum hast du sie getötet? Ich hab mich angefreundet. Ja, sollen alle doch lernen, was sie davon haben, sich mit dir anzufreunden. Dabei konnte ich gar nichts dafür. Wo ist das Schiff? Da hinten ist es, vor uns. Auf geht's. Auf geht's. Ein bisschen nach rechts. Wer steuert noch? Gar keiner. Ja. Pau! Ah, du bist schon umgefallen, siehst du mal. Hier übrigens nichts, weil nur das mittlere Segel ganz drehen, oben ist. Drehen. Ja, rechts, drehen, rechts, drehen, rechts, drehen. Rechts, 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 rechts. Immer schön rechts, rechts, rechts. Da ist der Dreimaster, direkt voraus. Diesen Kurs jetzt halten. Wozu steuere ich? Ich mache jetzt mal das mittlere Segel ein Stückchen hoch und den Rest runter. So, jetzt letzte Gefecht. Das unterste, oh Gott. Ich glaube, die ankern gerade, um unsere Schätze an Bord zu nehmen. Ja. Genau. Links, weiter nach links. Warum steuerst du denn nicht? Warum haben wir eigentlich noch keine Kanonen geladen? Ich dachte, irgendeiner von euch steuert. Die hauen jetzt ab mit unserem Zeug. Ja, erstmal müssen sie wegkommen. Wir müssen ja auch erstmal zum Outpost. Woher können wir sie ja noch mal schnell versenken? Mal schnell. Mal schnell eben. Mal eben schnell. Kugeln. Kugeln rauslutschen hier. Segel in Wind. Segel in Wind. Oh, Segel in Wind. Also das eine da, das andere kommt auch gleich. Segel in Wind. So, ich steuere nicht mehr, ich hole Munition und so. Okay, dann steuere ich jetzt. Oh ja, Munition. Gute Idee. Es kommt näher. Ja. Wir nähern uns. Wir nähen uns? Wir nähen uns, genau. Aber die sind echt ein bisschen schneller als wir. Wir fahren jetzt nicht mehr so ganz im Wind mit. Ja, oder wir versenken den kleinen Einmaster, der vor uns da rechts an der Insel ankert. Ja, genau, als Brustbekämpfer. Du Arsch, was machst du hier? Stirb. Vielleicht macht der das dann mit uns und dann ist es noch frustiger am Ende. Dann sperren wir dich in ins Gefängnis ein und... Warum? Ich hab nichts gemacht. Das ist echt so eine Verfolgungsjagd hier gerade. Dass die sich nicht wehren. Wir haben auch mit denen gekämpft und nicht weggeschippert. Naja, aber... Hey, wir wollen die 500 Gold haben. Ich wollte gerade sagen, ja, die wollen halt die 500 Gold. Der Kleine fährt hier ist jetzt eine Meerjungfrau aufgetaucht übrigens. Oh, oh, eine Falle. Da hinten schwimmt auch jemand. Jetzt sind hier schon drei Schiffe an der Verfolgungsjagd beteiligt. Das kleine Schiff hat sich jetzt gesagt, jawohl, da machen wir mit. Das ist dann so der, der am Ende alles abstaubt, wenn die beiden Großen versunken sind. Segel in Wind. Ja, macht mal die Segel in Wind. Wer schießt denn hier? Irgendwas schießt hier. Insel. Das war die Insel. Mann, die hauen aber wirklich ab, ey.
Angsthasen. Sind Nullen. Oh, wir haben ihre Truhen. Schnell weg. Tja, da haben sie nicht mit unserer Hartnäckigkeit gerechnet. Warte mal, wenn sie jetzt so ein bisschen da nach rechts, dann versuche ich immer so ein bisschen den Weg abzuschneiden. Vielleicht klappt's ja. Jetzt da rechts ist ein Outpost, oder? Ich glaube ja. Die haben eine Wendung gemacht oder sowas? Nee, haben sie nicht. Die sind einfach nur, die wollen noch zu dem Outpost da drüben. Die wollen so Schätze schnell abgeben. Armselige Kämpfer. Schämen sollten sie sich. Ich versuche mich zwischen die Insel und ihnen zu bringen. Sie schießen? Sie schießen. Haben nur oben getroffen? Haben nicht getroffen? Ihr könnt, glaube ich, auch gleich. Ja, wir können ja. Nicht. Winkel ja, ist kacke. Wir rammen. Ich muss rammen, ne? Ich muss entweder an den Steg auflaufen oder rammen. Sehr gut. So. Ich glaube, ich hab. Hä? Nein, ich bin tot. Ich bin auch tot. Hä? Ich hab den doch jetzt mehrfach in den Rücken gestochen. Er dreht sich einmal um und ersticht mich, oder was? Das verstehe ich auch nicht so. Oder hat sein Kollege mich jetzt getötet? Ich will echt mal so Kill-Infos haben. Wer einen getötet hat, mit was und. Das ist, fehlt so ein bisschen. Du kannst überhaupt nicht sagen, warum du gestorben bist, teilweise. Wir denn? Aha. Ja, okay, wir müssen los. Ich glaube ja. Mich würde mal interessieren, ob sie jetzt schon was verkauft haben. Haben die gerade die Insel da, also die Felsen? Ja. Ich glaube nicht, dass sie da rumkommen. Fahren falsch herum. Oh. Ja, sie haben die Insel gerammt. Sie sind da vorne aufgelaufen. Oh, lol. Ja, wir sind auch nicht besser gerade. Naja, zumindest rammen wir keinen Stein. Das stimmt. Das sieht aus, als wenn die Insel hochfahren gerade. Als ihr Todfall konnte ich in 2-3 Löcher unten reinhauen, aber das hat wohl nicht gereicht. Ja, ich glaube, das war ganz gut, dass wir uns da reingeworfen haben. Mhm. Ich nehme jetzt mal die normale Pistole raus. Diese scheiß Sniper, aber kann ich eh nicht mit umgehen. Haben sie auch wieder volle Fahrt. Mein Gott, das kann ja auch ewig dauern. Erfolg freigeschaltet. 25 Legenden. Völlig inakzeptabel. Verschenke oder verliere eine Truhe. Okay, irgendwas mit verschenken oder verlieren. Das ist nicht gut. Ja, die haben das verkauft, die Truhe von uns. Deswegen hast du das jetzt bekommen. Aber nur eine, ne? Wissen wir ja nicht. Da stand was von einer Truhe. Das war der Erfolg. Mindestens eine. Wie schnell die immer dann auch sind, ne? Drei Leute stehen oben, einer rennt verkaufen. Das ist schon krass.
Diese durchorganisierten Pros schon wieder. Wir benutzen erst noch den Wind. Jetzt müsst ihr die Segel wieder mitstellen. Mhm. Ja. Kann man nicht ein Loch ins Segel schießen? Nee, das geht leider nicht. Haben wir uns auch schon gefragt, ob man nicht einfach den Mast abschießen kann oder so. Leider ist der Schaden an den Schiffen nicht so dynamisch. Es gibt halt immer nur diese Löcher oben, unten und auf Deck quasi. Und eigentlich sind nur in den meisten Gefechten die Löcher ganz unten relevant. Die Löcher oben und in der Mitte, die sind gar nicht so wichtig. Es sei denn, es ist Sturm oder so. Und jetzt, wo ich sage... Hör ich den Donner. Wir fahren wirklich. Die fahren in den Sturm, ne? Die wollten aber auch Segel haben. Die fahren aber trotzdem auch in den Sturm. Ja, zu schießen. Wir müssen nach links. Müssen wir nicht. Wir können so nicht schießen. Müssen wir nicht. Jetzt können wir schießen. Ich glaube, ich habe den Captain von Bord geschossen. Ich habe auch einen getroffen. Ich wurde auch getroffen. Scheiße. Oh, ich glaube, da war ein Sprengfass in deren Kapitänskajüte, das gerade hochgegangen ist. Das habe ich mir auch gedacht. Deine Rüstung. Hin? Ich muss unten heilen. Wir müssen übrigens... aus dem Sturm raus, sonst haben wir ein Problem. Headshot, der ist tot. Oben ist noch einer. Den hab ich. Ich geh mal auf den hier Schiff und guck mal, ob da irgendwas ist. Wir müssen aber aus dem Sturm raus und gleichzeitig das Schiff reparieren. Die und haben der hier Typ nur, hier bringt uns gerade um. Die haben hier nur Hühnerkäfige. Oh Gott. Hier ist nichts bei denen. Ja. Ich geh nochmal unter Deck gucken. Wie gut, dass wir versinken. Ja, darum ging's halt. Wir haben doch eh nichts. Hauptsache, die sinken auch. Ich habe einen erschossen von denen. Ja, die fahren gerade Richtung Klippe da, aber wir auch. Ich habe noch einen getötet. Ich habe zwei von denen getötet gerade. Alles egal, Hauptsache diese die sinken, sinkt. Die sinken, die sinken. Ja, ich hab's geschafft. Ja, ich hab noch einen getötet. Ja, gut, deren Schiff ist verloren. Ich hab ihn erschossen, als er reparieren wollte. Deswegen konnten sie es nicht reparieren. Rache! Eben mit uns gemacht haben, sehr gut. Rache! Ja! Okay. Das ist der Triumph für heute Abend, glaube ich. Ja. Wir können auch unser Schiff absaufen lassen und einfach Musik spielen. Können wir das noch retten? Ja. Na, dann versuchen wir das jetzt noch. Wir wollen ja als Sieger aus der Schlacht gehen. Ich komme jetzt. Oh, die spawnen jetzt alle drei. Oh, die armen Bubus. So, Achtung, ich komme runter. Ich helfe euch. Wir werden beschossen. Nein, es ist der Blitz. Sturm. Achso, ein Blitz war es. Ja, das ist schlimm. Hier im Sturm verlieren wir halt unten die ganzen Bretter von den Löchern. Ja. Sturm ist schlecht. Fahren wir denn gerade raus? Ich weiß nicht, ich probier's. Ja, wir fahren raus. Also unten ist jetzt alles halbwegs clear erstmal. Mhm. Erfolg freigeschaltet, Wind in den Segeln. Segle mit allen Segeln vor dem Wind. Okay. Gut, dass wir es jetzt auch mal bekommen. Wir haben vorne noch irgendwas, was plätschert. Guck gleich mal. Ja, beim Sturm kommt ja auch immer oben Wasser rein. In den mittleren Löchern. Ne, ich glaube, wir haben hinten tatsächlich noch ein Loch irgendwo. Vorne ist auch noch ein Loch. Unten vorne, ne?
nicht Holz? Ich hab schon. Jawohl, haben wir sie zum Sinken gebracht, die Schweinchen. Und das schön im Nahkampf. Nicht entkommen. Schön im Nahkampf haben sie es nochmal gekriegt. Ihre ganzen Hühnerkäfige sind jetzt weg, so. Wir sind aufgelaufen. Hä, auf was denn? Da glänzt was am Strand übrigens. So, wir singen. Ich spring rein. Ihr könnt ja ankern schnell mal. Mach Löcher zu. Ich will jetzt noch wissen, was das glänzende Ding am Strand ist. Ein antiker Kelch. Hast du ein Gefäß zum Trinken, wenn du auf der Insel fest ist. Ja, sehr gut. Hallo, ich schwimme jetzt wieder zu euch rüber mit dem Ding. Warte mal, wir müssen mal was probieren. Wenn du jetzt... Ach nee, das geht nicht. Wir dich jetzt nämlich einsperren. Ist der Kelch nicht dabei, nehme ich. Nee, auf. Der ist da nicht dabei. Mm-mm. Das ist, glaube ich, wie wenn ich dann zum Meermann hingehen würde, dann wäre der nicht dabei. Ah, guck mal, unser Schiff hat doch schon wieder Auftrieb. Ja. Aber für mich endet die Piratenreise auch jetzt. Ja. Mhm. Ah, Haie, oh Gott. Könnt ihr mir die Haie noch vom Arsch wegschießen? Ich weiß nicht, wo genau du bist. Auf der anderen Seite, bei der Insel. Da. Ich hab doch noch was Wertvolles. Der Pistole ist schlecht. Ich bin fast da. Ich bin fast da. Er greift dich an. Ja, ich bin fast da. Getroffen hab ich ihn. Mann. Ich hab sie. Ja. Oh. So, ich komme nach vorne. So, der nächste Outpost ist... Wo sind wir denn? Hier unten. Der nächste Outpost... Warum wird das nicht angezeigt? Wir müssen ja rein. Also. Ja, so ein Schuss in die Captain-Kajüte kann Wunder bewirken. Ja, aber es war nicht nur das tatsächlich. Es war auch die Tatsache, dass ich sie unten habe nicht reparieren lassen, als sie die vielen Löcher genau. hatten. Sie konnten nicht reparieren. Das hat sie umgebracht. Das ist halt echt, jetzt ein Outpost hier. Ich hab schon markiert, warte. Achso, ich muss es ja noch sagen. Der ist genau da, wo du hinfährst gerade. Einfach geradeaus. Müsstest du sogar schon sehen können anhand der Lichter. Ich sehe keine Lichter. Ich kann tatsächlich auch keine Lichter sehen, aber ich sehe die Insel. Rechts hinter dieser Insel hier, die auf unserer Seite ist. Nee, du fährst gerade nach links. Richtung. Warte. Nord. Osten. So passt das. Genau. So, das ist jetzt die letzte Amtshandlung. Diese komische Karaffe da verkaufen und dann ist Schluss. Und hinter uns ist ein Totenschädel aufgetaucht. Ja, genau. Ja, das können die machen. Den überlassen wir jetzt denen. Halt, Moment, da fehlt der Alkohol. Deine Zähne leuchten im Dunkeln, das ist sehr gruselig. Deine auch. Ganz wichtig. Soll ich mal voll in die Insel reinfahren? Ja, genau. Soll ich mal voll in die Insel reinfahren? Yeah. Das war übrigens ein Ja. Ich nehme schon mal die Giraffe in die Hand, die Karaffe. Ja, lass. Oh Gott, ich bin runtergefallen.
Die Musik ist von Bord gegangen. Ja, wie das plötzlich aufgehört hat zu spielen. Ja. Das war auch der Moment, wo sie auf der Titanic gewusst haben, dass es zu Ende geht, als die Musik aufgehört hat zu spielen. Ui. Auch mit so einem schlechten Ton noch am Ende. Wobei man hört die Musik leise. Wir hatten eigentlich Haie von Kotze angelockt, oder? Scheiße. Von blutiger Kotze auf jeden Fall. Aber wenn es so, schon so weit Gras ist. Rein, ne? Ja, voll Gras Gott, rein. Schaff's genau. Nicht. Du musst rumschwenken. Das ich bin ja, dabei. Das sehe ich ja sogar in meinem Zustand hier. Ich kann nicht weiter. Okay, dann springe ich gleich vom Bord. Nein, warte, wir schaffen es in den Steg zumindest. Nee, schaffen wir nicht. Oder? Doch. Ich hab's geschafft! Geparkt! Jawohl! So, jetzt noch schnell abliefern und dann ist vorbei hier. Dann ist Ende im Gelände, meine lieben Freunde. Ist noch einer auf dem Schiff? Ja. Nö. Ah, cool. Nö, ja. Ich will's eigentlich noch versenken hier drüben. Ja, versenken wir es. Haha, antiken Knilch verkauft. Ja, Leute, das war wirklich nur Knilch. Immerhin noch so ein Notgroschen, so ein Trostpreis hier noch gekriegt. Okay, meine lieben Freunde, das war's. Wir sind jetzt an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal, beim nächsten Streamer noch immer da sein wird. Bis dann, ciao, ciao. Und tschüss. Tschüss.